Ganz knapp war es zum Schluss. Was hat im zweiten Lauf nicht so gepasst? Was war im ersten gut? Ja, mich ärgert es extrem, dass ich im zweiten Lauf eigentlich die gleichen Fehler gemacht habe wie im ersten Lauf. Dass ich oben nicht wirklich gut reinkommen bin in das Ganze. Habe oben schon nicht wirklich hundertprozentiges Gefühl gehabt, dass ich wirklich angasen kann. Das ist mir im zweiten Lauf auch wirklich unterm Fahren ist mir das aufgefallen, dass es nicht optimal war oben. Deswegen wollte ich es im zweiten noch besser machen. Und speziell im Mittelteil und unten. Aber das, mit zwei suboptimalen Läufen bist du nicht ganz vorne. Man hat aber gesehen, zwischendrin konnten Sie noch mal richtig gut Gas geben. Also das Gefühl für den Hang ist ja da. Ja, sicher. Das habe ich im ersten Lauf gezeigt, dass gewisse Teilpassagen richtig gut sind. Aber es bringt nichts, wenn man bloß in Teilpassagen gut fährt und in anderen nicht so gut, weil im Endeffekt zählt unten die Zeit im Ziel und die war heute zu langsam.